Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind auf der Kallebach und der Fendt arbeitet Gerste ein auf unserem neuen Feld. Und ihr erinnert euch vielleicht, die Überschrift des letzten Videos war ja, was habe ich mir nur dabei gedacht, denn ich habe hier Karotten und rote Beete geerntet. Und jetzt haben wir eines dieser Felder soweit abgearbeitet. Die Karotten sind im großen Drehschemel, im Anhänger und warten darauf, dass es natürlich einen besseren Verkaufspreis gibt. Ich glaube, im Dezember oder Januar kriegen wir für unsere Karotten ein bisschen mehr als jetzt im Moment. Denn wir müssen nicht nur die Miete der Erntegeräte wieder reinholen, sondern natürlich auch die Kosten, den Kaufpreis für die Felder. So, ich spring mal kurz hier raus, weil der Helfer darf hier für sich noch ein bisschen arbeiten. Ihr seht, hier gibt es noch 1, 2 Reihen rote Beete. Hier stehen die Kisten rote Beete. Und wir erinnern uns, dass es ja so ist, dass die Kisten uns zwar Geld kosten, aber wir dann noch ein kleines bisschen Bonus bekommen, wenn wir dann tatsächlich hier fertig sind und die rote Beete dann verkauft wird. So, ich lasse jetzt hier den Case noch ein bisschen arbeiten. Den wunderschönen Oldtimer hier. Und der soll den Rest hier abarbeiten und dann können wir, so hoffe ich doch, die restlichen Kisten wegbringen. Und zwar hier mit ihm hier, mit dem Manitou. Und wir werden das nämlich so machen, dass wir haben einen Anhänger voll, unseren Anhänger voll mit rote Beete-Kisten. Auch der steht sozusagen parat. Und die restlichen Kisten, die bringen wir schon mal nach hinten, so will ich es mal formulieren. Damit wir dann auf dem Feld hier auch weiterarbeiten können. Und so haben wir wieder richtig Action hier auf der Map, auf der Kallebach. So, ich hoffe, das passt so. Zack. Ja, das sollte so passen. Jetzt fahre ich zum ersten Mal damit hin. Ich hoffe, das klappt soweit. Ja, da drüben geht es zum Feld raus. Weil sonst können wir ja das Feld nicht vorbereiten. Und da müssen wir ja auch noch ein bisschen was tun. Ich werde zwar jetzt nicht hier gleich ansehen, so wie auf dem anderen Feld. Aber wir müssen ja trotzdem kalken und soweit schon mal alles vorbereiten. So. Und das Material bringen wir schon mal weg. Und dann können wir das später nämlich im Dezember oder im Januar verkaufen mit dem Stapelgabler. Also so ist zumindest die Idee. Was ist denn jetzt da passiert? Hat er das jetzt hier eingelagert oder was hat er jetzt gemacht? Augenblick mal. Hä? Wo ist denn das jetzt hin? Oh, wo ist denn das jetzt hin? Oh, ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Huch. Warte mal, wir müssen jetzt erstmal hier wieder Übersicht verschaffen, denn ich glaube, das Ganze hier können wir kaufen. Da ist nämlich auch ein Lager drin. Heieieiei, okay, 61.000. Jetzt müssen wir aber ein bisschen improvisieren, habe ich so den Eindruck. Aber dann lernt ihr es dann auch gleich kennen, weil hier müsste es doch, wenn wir kaufen, die 29, die kostet 17.000, das kaufen wir. Und ich bin der Meinung, wir können es auch wieder verkaufen. So, weil jetzt haben wir nämlich hier einen Trigger. Und jetzt seht ihr nämlich, da ist die rote Beete drin. Ach du Schande, jetzt hat er die sich gekrallt, ohne dass wir das Ding eigentlich vorgekauft haben. Naja, dann machen wir doch Folgendes. Dann machen wir aus der Not eine Tugend. Ja, hier müssen wir es abladen, ne? Und dann lagern wir es einfach hier ein. Dann ist es auch aus dem Weg. So, Dele. Hervorragend. Und ich bin mir sicher, wir können es dann danach wieder verkaufen, ohne dass wir dann Verlust machen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Okay, dann werden wir, wie gesagt, ein kleines bisschen improvisieren. Ist auch nicht verkehrt. Apropos improvisieren. So, wie sieht es denn mit den Kollegen hier aus, mit den Helfern? Der Fendt scheint da hinten fertig zu sein. Und der Case
Ist denn der fertig? Nein, der ist noch nicht fertig. So, da passen noch 80% sind drin. Ah, ich glaube, da ist nichts mehr, oder? Augenblick, wir schauen mal. Ja, da ist noch was. Ja, und der Fendt muss auf jeden Fall auch noch ein bisschen was machen. So, es wäre natürlich von hilfreich, wenn wir hier mit der Kiste hier zurechtkommen. Okay. Ja, der Fendt, das hat sich da geparkt. Okay, da müssen wir uns dann gleich drum kümmern. Weil das Erntegerät ist nämlich auch nur gemietet. Der hat aber einen richtig guten, engen Wendekreis. Der ist echt nicht schlecht, der Case hier. Und deswegen will ich den eigentlich möglichst zügig wieder abgeben. Kostet ja nur Geld. So, jetzt bin ich mir natürlich nicht ganz sicher, ob der dann auch wirklich beide Reihen jetzt hier weggepackt hat. 93%. Ja, 95%. So, jetzt kennt man das natürlich von der Zuckerrüben und auch von den Kartoffeln, dass wenn man da nochmal so ein bisschen lang fährt, dass er dann eventuell doch nochmal was aufnimmt. Aber das sieht nicht so aus. Er scheint hier tatsächlich alles abgeerntet zu haben. So, wir schauen nochmal ins Kärtchen. Doch, das müsste doch alles erledigt sein. Ja, hervorragend. So, dann schauen wir mal. Und dann sehen wir weiter, dass wir hier die Kiste noch hier abstellen, sodass wir die dann gleich aufladen können. Passt das so? Ja. So, wie war denn das? Einmal, also erstmal absenken, dann die Kiste abladen, genau, dann rausfahren. Dann kann man wieder aufnehmen bzw. anheben. Und wir werden jetzt keine Kiste kaufen, sondern das Ganze zusammenklappen. Und dann bringen wir das Ganze mal zurück zum Händler, denn wie gesagt, das Ganze ist nur gemietet, kostet uns Geld. Dann machen wir noch ganz, ganz schnell das Feld fertig. Die Gerste aussäen mit dem Fendt. Und dann bringen wir die Kisten ins Lager, in jetzt das zwangsweise erworbene Lager. Denn hätten wir es jetzt nicht erworben, dann könnten wir auch nicht mehr auslagern. Aber ich glaube, es ist wie gesagt kein Problem, denn wir können das Ganze ja wieder zurückgeben. So, was ist denn das? Ach, da haben wir noch ein Fässchen. Was ist denn das? Herbizid, okay. So, Dele, wir können das ja eigentlich so ablegen, oder? Sehr schön. Und dann gehen wir hier ins Menü, in dieses Menü. Und dann happeln wir Gemüsetechnik, genau, den hier. Und den geben wir jetzt zurück. Dann kostet er uns kein Geld mehr. So, den Stapelgabler haben wir gemietet und den XXL-Anhänger von der Oma Tanna, weil wir ja da das ganze Material drin haben, nämlich die Karotten. Und zwar, nee, wo ist es denn? Ach, man sieht den Anhänger gar nicht. Der müsste doch irgendwo, ach stimmt, hier sind wir ja bei unseren Kühen mit der Mistplatte. Ihr erinnert euch, das Thema mit der Mistplatte, das scheint jetzt wunderbar zu funktionieren. Wir haben also jetzt Miste für unseren kleinen Schrebergarten. So, dann fahren wir mal mit dem wieder zurück zum Hof. Und ich habe ja die zwei Felder extra deswegen erworben, damit wir auch ein paar schöne, helferfreundliche Felder haben, die die Kollegen dann hier abarbeiten können. Aber jetzt haben wir schon wieder gesehen, dass der Fendt ein kleines bisschen ein Problem hat. Also ganz so helferfreundlich sind hier die Felder dann doch nicht, auch wenn sie optisch so aussehen. Aber auch hier haben wir immer so ein bisschen das Problem mit den Bäumen oder Ähnlichem. So, dass dann der Helfer wieder umdreht und andere Dinge macht, andere Sperenzien sozusagen.
Dann fahren wir mal hier rein und stellen mal das Ganze hier gemütlich ab. Sehr schön, mein Freund. Das ist hervorragend. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Der gute Fendt. Favorit. 515C. So, 28% Material ist noch drin. Also daran hat es nicht gelegen. Zack, zack, zack. Und los geht's. Sehr schön, das sollte so passen, wenn wir so fahren. Genau mit der Kante hier vorne an der Motorhaube entlang. Mit der Kalkkante. So gekalkt ist es. Ich weiß gar nicht, ob ich es auch schon gedüngt habe, weil düngen müssen wir auch noch. So. Hervorragend. Dann schauen wir doch mal, wie hier der Zustand ist. Nie gedüngt ist noch gar nicht. Also da müssen wir noch ein bisschen was tun. Okay, pH-Wert ist hervorragend. Erwarteter Ertrag im Moment 77%. Also auf jeden Fall müssen wir da noch was tun. Unkraut wächst hier logischerweise auch. Okay. Aber das werden wir dann entsprechend behandeln. So, jetzt erstmal mit ihm hier wieder runter vom Feld. Dann machen wir soweit das andere Feld frei von Kisten. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir ja die Kisten auch kaufen müssen für jeweils 130 Euro. Aber wenn wir die dann später mit der Ernte verkaufen, gibt es, glaube ich, einen kleinen Boni. Und dann zahlen wir oder dann bekommen wir pro Kiste 150, also das heißt 20 Euro extra. So, wo stellen wir denn das ganze Gerät jetzt hin? Ja, das ist alles so ein kleines bisschen hier ein Problem auf dem Hof, gell? Ja, oh, da steht ja auch noch was rum. Eieieiei, was ist denn das jetzt? Kalk, ne? So, dann machen wir doch Folgendes. Dann stellen wir den einfach... Ja, da stehen unsere Paletten. Genau, da stehen die Kisten. Die habe ich da mal reingestellt. So, lassen wir den einfach erstmal hier stehen. Und hier haben wir unseren Anhänger mit den Karotten. Wie viel ist denn da drin? 80.000 Liter Karotten. Hervorragend. So, dann rennen wir mal hier übers Feld. Unser Grasfeld, das wir hier gekauft haben. Ja, pH-Wert ist okay. Stickstoff müssten wir da auch noch ein bisschen was draufpacken. Also eigentlich haben wir noch was zu tun. 14.40 Uhr. Heieieiei. Jetzt bringen wir erstmal die Kisten weg. Dann haben wir das Feld für uns. Dann ist es frei. So. Und dann schauen wir mal, was wir hier drauf packen. Aber eigentlich habe ich nicht vor, jetzt irgendwas wie Sonnenblumen oder Mais drauf zu machen, sondern wir werden uns dann ja auch für die Ernte wieder einen Drescher mieten. So. Und deswegen schauen wir natürlich, dass wir hier was drauf machen, dass wir alle Felder mit einem einzigen Schneidwerk dann auch entsprechend abarbeiten können. So, noch ein bisschen runter. Jetzt müsste das doch passen. Der schicke, schicke Manitou. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich war der Meinung, ich hätte mal einen Mod gehabt, mit dem wir dann diese Kisten oder ähnliches hier auf Palettengabel noch mit Spanngurten verzuchen kann, aber hat auch nie so richtig funktioniert. Aber wir müssen ja nur bis hierher kommen und dann schnappt sich ja das Lager. Schwupp, ist er wieder weg. Hervorragend. So, ich überlege gerade. 80.000, hups. Ah, keine Kollision. Okay. Wir fahren aber trotzdem drumherum. So, jetzt schauen wir nochmal, was wir denn zu erwarten haben. Also, wenn wir verkaufen die Karotten. 80.000 Liter. Naja, gut, reich werden wir nicht, ne? Also, das ist halt eben genau der Punkt. Man müsste das Ganze noch veredeln. Man sieht es ja, Karottensuppe zum Beispiel. 1.800, 1.900. Aber es hat meines Wissens keine Produktionen hier. Und jetzt sind wir hier gerade beim Tante-Emma-Laden, gibt es eigentlich das meiste. 315.
dann sind es gerade mal 24.000, oder? Naja, also reich werden wir nicht, aber es bringt zumindest die Kosten ungefähr wieder rein, die wir natürlich hatten für die Miete der einzelnen Geräte. So, hervorragend. Und die rote Beete, stopp, die rote Beete, ja gut, die bringt auch nicht viel mehr. 300, okay. Und wie viel wir da jetzt haben, weiß ich gar nicht. So, Dele. Okay. Ja, ja. Und dann wieder durch 1000. Das sind 24, ne? Da kommt nicht viel bei rum. Aber wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist und wir kriegen zumindest unsere Kosten wieder rein und hatten auch ein bisschen Spaß bei der ganzen Sache, ne? Ja, wer möchte das nicht machen, den ganzen Tag Gemüse ernten? Sudele. Ja, wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz so schlüssig, was halt eben den Hof angeht hier auf der Kallebach. Da haben wir natürlich auf der Alteiche ganz andere Möglichkeiten, ganz anderes Gameplay. Also hier ist dann doch alles schön klein und mit kleinen Gerätschaften. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob wir bei dem Lizard Truck bleiben. Da bin ich auch noch im Überlegen, ob wir da nicht dann doch irgendwie austauschen, vielleicht noch gegen einen anderen Fendt. Müssen wir mal schauen. Aber ein kleines bisschen werden wir auf jeden Fall hier noch auf der Kallenbach verweilen und verbleiben. So, Dele. Dann schnappen wir uns die nächste. Zwei Paletten. So, jetzt wird es hier schon ein bisschen dunkel. So, nochmal runter. Genau. So, bitte. Dann bin ich mal gespannt, ob ich die jetzt noch hinbringe. So, dann war das ja eine spannende Geschichte. Auf jeden Fall hier die Gemüseernte mit einer größeren Erntemaschine, mit einer zweireihigen, wo wir dann direkt abtanken mussten. Und die andere hier mit den Kisten. Ich persönlich muss ja ehrlich sagen, ich mag das eigentlich ganz gerne eher mit den Kisten. Finde ich irgendwie interessanter, spannender. Beziehungsweise auch der, ja, etwas näher am Gameplay, beziehungsweise an der Realität. Denke ich mir halt einfach so. Aber so haben wir einfach auch mal wieder ein bisschen Gemüse gemacht hier im LS22. Freunde, das soll es gewesen sein für die heutige Folge wieder mal von der Kallenbach, wo wir hier jetzt in der letzten Folge und in der heutigen Folge uns um das Gemüse gekümmert haben, um auf den Feldern auf jeden Fall dann später ordentlich hier Getreide anzusehen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und hoffe, es war wieder mal ein bisschen spannend für euch. Ansonsten sehen wir uns die nächsten Tage wieder mit Sicherheit auf einer unserer anderen wunderschönen Maps, ob es die Alteiche ist oder die Old Stream Farm in der neuen Variante oder natürlich neue Mini-Brunnen. Auch dieses Projekt ist ja hier noch am Laufen. Wir haben so viele schöne Projekte, auch mit der Galgenberg und der Kallebach. Und dann sehen wir einfach mal, was auch in der nächsten Zeit hier Schönes, Schönes für den LS22 noch kommt. Freunde, ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal und wie immer an der Stelle, tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.